Ja, hallo. Danke, dass ich heute auch da stehen darf. Hat sich gestern ganz spontan ergeben. Ich habe vor einiger Zeit einen Text geschrieben, in dem es ein bisschen von meinem Leben handelt und möglicherweise wird sich der ein oder andere im Publikum an gewissen Stellen auch wiederfinden. Wer oder was bin ich? Wo gehöre ich hin? Viele große Fragen, hat all das denn einen Sinn? Wir suchen und suchen, wir drehen uns im Kreis, wir spielen mit dem Feuer, doch das ist ganz schön heiß. Verbrennen uns ständig im Kampf um das Glück, wir gehen den Weg nach vorne und blicken stets zurück. Du musst wissen, sagst du immer, mein Leben war nicht leicht. Die Kindheit voller Ängste, meine Eltern waren nicht reich. Ich war immer nur die Kleine, wurde klein gemacht, wurde stillgehalten von irgendeiner Macht. Eltern, Schule, Freundeskreis, alle wissen's besser. Alle sagen dir, wer zu sein du denn recht wärst. Was richtig, was falsch, das kommt aus deinem Herzen. Doch dieses fühlt nicht klar aufgrund all deiner Schmerzen. Wir meinen zu wissen, wer wir sind. Doch in Wahrheit ist es nur Fassade rund um ein verletztes Kind. Es werden Mauern gebaut und Ausreden gefunden. Aus unangenehmen Gefühlen einfach herausgewunden. Doch die Lösung des Problems fängt bei uns selbst an, wenn wir erkennen, was unser Geist alles kann. Ein wenig über mich, um zu verstehen, was ich meine. Ich war zwar nicht die Ärmste, doch auch immer die Kleine. Schublade auf, Millionärstochter rein. Du brauchst doch nicht zu jammern, dein Leben ist doch fein. Keine Sorgen, keine Ängste, Geld war immer da. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich deshalb glücklich war. Ständig getrieben von Selbstwertzweifeln. Bist du nun mein Freund oder willst du auch nur eifern? Geht's dir um mich oder willst du nur mein Geld? Das ist ein Gefühl, das mir sicher nicht gefällt. Oh, das ist die, du weißt schon, die Tochter von dem, der hat Reichtum. Eine gute Partie, an die muss man sich halten. Die kann dir, wenn es drauf ankommt, die Stange halten. Doch was bin ich für euch ohne meine Geschichte? Ohne eure Wertung, dass Geld eh alles richtet. Das ist wohl nicht wahr, denn geheilt habe ich mich selbst. Mit Liebe im Herzen, aber sicher nicht mit Geld. Ein langer Weg zu mir und zu meinen Ängsten ließ mich weitergehen über alle meine Grenzen. Heute bin ich etwas, das ihr gerne Hippie nennt. Ihr könnt es nicht verstehen, weil ihr mich nicht wirklich kennt. Wieder Schublade auf und Schublade zu. Doch etwas in euch, das lässt euch keine Ruhe. Wie kann es denn sein, dass sie ausgestiegen ist? Raus aus einer Welt, die so erstrebenswert ist. Wer will denn nicht ganz sorgenfrei sein? Geld im Überfluss, dann sind wir alle fein. Doch dieses Denken, das weist einen großen Fehler auf. Denn trotz des ganzen Reichtums lösen die Probleme sich nicht auf. Erst wenn dein Reichtum von innen kommt und wenn du deinen Wert findest und dem Ego entkommst, kannst du wirklich glücklich sein, auch ohne einen Cent. Es gibt da was in uns, egal wie ihr es nennt, das stärker ist als alles, was ihr kennt. Selbstliebe, Selbstwert und Zufriedenheit. Mit dir, so wie du bist und allem, was hier ist, weil du gut bist, wie du bist. Ganz ohne jede Wertung und ohne jedes Wissen über deine Herkunft. Ob Straßenkind, Gangster, Papas Prinzessin, die schlaue Studierte oder James Lessig. Egal welchen Stempel, du hast alles in dir. Liebe, Glück, Freude, nicht Angst, Hass und Gier. Ihr glaubt wohl, ihr wisst, wer ich bin, weil ihr wisst, wo ich herkomme. Doch das ist eure Wertung. Ich bin, wie ich bin und genauso will ich sein. Mit Liebe im Herzen und dem Geiste angstfrei. Ich bin bunt, ich bin laut, ich bin einzigartig. Ich bin klar, ich bin schlau, ich bin für mich wesentlich. Ich bin gerne verrückt und ich lasse mich nicht verbiegen. Ich bin Geist, ich bin Körper und kann das alles lieben. Die Folgen der Stempel, die prägen uns. Doch sie aufzulösen, ist nicht wirklich eine Kunst. Sei ehrlich zu dir und fühle, wer du bist. Fühle, ob was du tust, deinem Inneren entspricht oder ob es den Ansprüchen der anderen genügt. Denn dann kannst du sehen, wie dich dein Ego betrügt. Doch das Ego kann dein Freund sein, wenn du es erkennst, wenn du deine Muster ganz einfach beim Namen nennst, dich nicht mehr verteidigst und nicht mehr rechtfertigst, nicht mehr verurteilst und nicht mehr bewertest. Du bist ganz ohne Zweifel ein wundervolles Wesen. Das bist du von Natur aus auch schon immer gewesen. Wir haben es nur vergessen. Lass es uns zurückholen. Lass uns einen Weg gehen, den uns nicht die anderen ebnen, den wir für uns selber wählen, auch wenn uns Gedanken quälen, was denn wohl die anderen leben. Denn am Ende bleibt nur, was für dich wahr ist, was in deinem Herzen für dich klar ist. Dankeschön.